Als der Goldene Saal gebaut worden ist, da war die Fuggerei bereits 100 Jahre alt. 100 Jahre, in denen die Familie Fugger sich in den Dienst der Stadtgemeinschaft gestellt hat. 100 Jahre, in denen die Familie für viele bedürftige Augsburgerinnen und Augsburger ein Dach über dem Kopf angeboten hat. Und auch heute noch können Augsburgerinnen und Augsburger für 88 Cent Jahresmiete und 3 Gebete am Tag in der Fuggerei wohnen. Und es ist mehr als Wohnen. Es ist ein sozialer Zusammenhalt, der geboten wird. Und das ist etwas, was, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit gar nicht genug gewürdigt werden kann. Herzlichen Glückwunsch zum 500. Geburtstag, liebe Fuggerei. Und ich bin sehr gespannt, was du und die Stadt Augsburg in den nächsten 500 Jahren miteinander erlebt. Ich möchte der Fuggerei ganz herzlich zum 500. Jubiläum gratulieren. Die Fuggerei ist soziale Innovation vom Feinsten. Die Fuggerei war schon immer auf Ewigkeit ausgerichtet und das ist besonders beeindruckend. Sie wirkt immer noch in dieser hohen Innovationsgrad und hat über den Fuggerei-Code eine Breitenwirkung entwickelt, die weltweit ausstrahlt. Wir haben darüber hinaus natürlich die Fuggerei als touristische Attraktion hier in der Stadt und wir haben großartige Wechselwirkungen ins Kulturleben hinein. Ich freue mich sehr über dieses Miteinander und ich freue mich sehr auf die nächsten 500 Jahre. Herzlichen Glückwunsch, Fuggerei. Wir grüßen heute von Stiftungsadministration zu Stiftungsadministration. Als Stiftungsverwaltung der Stadt Augsburg dürfen wir der Fuggerschen Stiftungsverwaltung Respekt und Anerkennung zollen. Wir wissen selbst sehr gut, dass das Stiftungsgeschäft nicht immer einfach ist und das gilt auch für die dazugehörige Forstwirtschaft. 500 geschichtsträchtige Jahre der Fuggerei, das ist ein stolzes Jubiläum. Auch für eine Stiftung, die qua Rechtskonstruktion quasi das ewige Leben hat. Dazu unseren allerherzlichsten Glückwunsch. Es war und ist nicht einfach, die Geschichte einer Stiftung über 500 Jahre erfolgreich zu lenken. Eine historische Stiftung muss sich laufend dem Wandel der Zeit anpassen, da nur so die Stiftungszwecke nachhaltig und erfolgreich erfüllt werden können. Die Anforderungen an die Lenkung einer Stiftung ändern sich im Laufe der Zeit wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich. Man denke hier nur an die einschneidenden Auswirkungen der anhaltenden Nullzinsphase bei gleichzeitig einbrechenden Holzerträgen. Auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden uns über die nächsten Monate noch beschäftigen. Aber das Rad der Geschichte dreht sich weiter. Und wir dürfen jetzt zunächst erstmal für die nächsten 500 Jahre viel weiteres Geschick, viel Erfolg und viel Zuversicht wünschen, auf dass Sie mit der Fuggerei vielen weiteren Generationen ein soziales Heim, eine Heimat bieten können. Eine Heimat in einem besonders vitalen und schönen Aushängeschild unserer schönen alten Stadt. Dafür unsere allerbesten Wünsche. Wir grüßen heute aus dem historischen Konvent von St. Margaret, dem späteren Wollmarkt, der ebenfalls um 1521 errichtet wurde und bereits Eingang in den Zeltplan gefunden hat.